Ich grüße euch, meine lieben Freaks und Maniacs da draußen. Ich bin Y the Tai. Ich bin der Kevin. Und wir haben nichts Besseres zu tun. Ja, hallihallo, hallöchen, meine Lieben, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist ein Check das aus der Extraklasse. Man kann es gar nicht anders sagen. Und deswegen musste ich mir Unterstützung holen. Von dem lieben Kevin hier neben mir, und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich jemanden brauche, der ein bisschen mehr von der Materie versteht, die wir hier vor uns haben, als ich. Und zum zweiten hätte ich dieses wunderschöne Paket wahrscheinlich gar nicht in Händen, wenn es nicht für diesen jungen Mann hier wäre. Ja. Nicht wahr? Das war was? Ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Genau. Genau, denn über was reden wir hier? Das ist die 71374, ein Lego-Set für 230 Euro Marktwert aktuell, das Lego Nintendo Entertainment System. Holy shit! Bereits jetzt vor kurzem erschienen auf meinem Kanal ist das Surprise Unboxing, wo ich nicht wusste, worum es geht. Und jetzt muss man dem Ganzen natürlich aber die Ehre zollen, die es braucht. Es ist scheißen warm und deswegen beginnen wir jetzt mit was, mit dem jedes gute YouTube-Video anfangen sollte, mit einem Pop-Quiz. denn die Maße dieses Pakets lassen sich gar nicht so richtig in Worte fassen. Wie hoch ist das Paket? 40 cm. 47 cm. Breite? 50, 60 cm. 58 und wie tief? Oh, vielleicht 10. 12,5 durchschnittliche Pimmelgröße. Und also wirklich ein massiges Paket. Wie schwer hattest du gesagt laut Lego-Seite? 5,5 Kilogramm, wenn ich mich recht entsinne. 5,5. Bei mir auf der Waage zu Hause waren es 4,1. Das liegt aber auch daran, dass ich die immer runterschraube, damit ich mich leichter anfühle. Also wir glauben einfach mal Lego und sagen ungefähr 5 Kilo das Ding. Wirklich kein leichtes Paket, und es ist zumindest für mich schon echt lange her, dass ich ein Lego-Set überhaupt in der Hand hatte, und ein Lego-Set in der Größe hatte ich, glaube ich, noch nie in der Hand. Noch nie. Ich einmal. War ein Kram. Ein Kram, aber ist schon wie lange her jetzt? Roundabout? 10 Jahre ungefähr. Also hat sich viel getan in der Zeit. Mein größtes Lego-Set war Harry Potter Lego damals, glaube ich. Irgendein Turm, glaube ich, war das größte so ungefähr. Also in keinem Vergleich zu dem. Das waren vielleicht 500 Teile, würde ich mal so schätzen. Von meiner Erinnerung her. Wie viele Teile hat das? 2646 Teile. 2646 Teile für 230 Euro. Macht wie viele Teile, wie viel Euro, Cent pro Teil? 10 Cent. 8,7 Cent. ist tatsächlich aus der, und das musste ich recherchieren, so wie es zum Beispiel Lego City gibt oder auch Lego Creators und so weiter, das ist aus der Adult Builders Reihe, also sozusagen aus der Erwachsenen Bau, wie sagt man, Erwachsenen Baufreunde Reihe sozusagen, ist auch ab 18, also wirklich angegeben auf der Kiste ab 18, hier unten steht es, genau wie die 2600 Teile, steht hier drauf, und am 1.8.2020 ist rausgekommen, also jetzt vor kurzem. Ironischerweise, 1.8.1986 ist das eine erste in Europa erschienen. Ganz ich knapp, glaub, das war in der 1.9. 1.9., nicht 1.8. Ganz knapp verpasst, ein Monat ungefähr. Haben Sie auch noch mal ein bisschen gedulden können, ne? 62 Millionen Mal hat sich der NES verkauft insgesamt. 40 Millionen Mal Super Mario Brothers war im Bundle damals erhältlich. Für wie viel D-Mark? 200? 400. Lirum Larum, das ist ein großes Paket. Ich stelle es mal auf und leicht seitlich und hoffe, ihr könnt alles sehen. Wirklich, wirklich krass. Sag mir mal, das ist jetzt komplett in Schwarz gehalten. Das kenne ich von Lego-Sets eigentlich nicht, von meiner Erinnerung her. Die sind eigentlich ja immer sehr bunt. Ja, ich denke aber, dass man hier dadurch, dass man die Erwachsenen anspricht
auch ja, auf die Farbe verzichten kann. Also auch dieses graue Design hier unten ist jetzt nicht von Nintendo extra, sondern halt wirklich. Meinst du, das von ist der Grund? Also das ist der. Ich meine, ich halte für total logisch schon ausgehen so, ja, ne? Weil man braucht ja jetzt hier keine Farbe. Man hat damit ja auch eine gewisse andere Zielgruppe im Sinn und das nicht nur ja, 6-Jährige. Steht 18 plus drauf, ne? Erstmal, was erwartet uns denn darin überhaupt? Es ist ein mehrteiliges Set, was ich sehr, sehr genial finde. Darin enthalten dieser alte, eigentlich eher 70er Jahre anmutende Röhrenbildfernseher, kleines Tischchen dabei, natürlich die NES-Konsole mit Controller und einem Spiel, das heißt einer Cartridge, wo Super Mario Bros. Drauf ist. Wie sagt man, Features dieses Sets liegen natürlich auf der Hand, nämlich Nummer 1, geht diese Klappe tatsächlich auf, diese Cartridge geht dort rein und dann, also ob die jetzt da drin ist oder nicht, ist im Grunde eigentlich egal, aber dieser Mario hier hüpft auch sehr authentisch mit einer Mechanik, die darin enthalten ist, über das Bild, was man steuern kann mit einer Kurbel, die an der Seite sich befindet, und dieser Controller ist im Originalmaßstab. Das weiß ich alles deswegen, weil das im Trailer zu sehen war und weil es hier auch nochmal abgebildet ist. also tatsächlich ist es auch auf der Rückseite drauf, da sieht man es, hier ist die Kurbel, der Controller in Originalgröße und hier das Feature zum Einlegen der Kassette runterdrücken, so wie im Original, so wie aus den Mitte der 80ern, als das Ding rausgekommen ist. Was sagst du dazu, dass nur ein Controller dabei ist? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe diese paar Reviews, also ich habe mich sofort in dieses Teil verliebt, so mal der Trailer rauskam. Es war nur ein für mich sehr abschreckender Preis, weil ich die Preise von Lego natürlich nicht kenne als Premium-Produkt. Und wenn man dann 230 Euro liest, dann geht man schon mal einen Schritt zurück und sagt, okay, dann muss ich vielleicht doch drauf sparen. Von daher hat mich eure Überraschung auch wirklich eiskalt erwischt. Habe aber bis dahin natürlich auch den ein oder anderen Beitrag dazu gelesen, noch bevor das Teil rausgekommen ist übrigens, mit Leuten, die gesagt haben, ja, warum sind da nicht zwei Controller dabei? Weil es ja auch Sets gab mit zwei Controllern. Ja. Das ist, also ich finde das so albern, worüber sich Leute echauffieren können, genau wie den Fakt, dass von der Konsole kein Band, also kein Kabel, wie es jetzt hier in die Konsole geht, in den Fernseher reingeht. Also ob das jetzt an der Authentik macht, vor allem wenn man in der Zeit gelebt hat, also wenn man so Mitte 80er, Anfang der 90er gelebt hat, dann weiß man, was für Schränke damals in Wohnzimmern standen, wo die Fernseher drin waren und der Receiver und bla bla bla, da hast du keine Kabel gesehen. Da hast du nämlich schön in die fette Eichenrückwand von der ganzen Schrankwand reingefräst, da kamen die ganzen Kabel rein und da waren die drin, bis du umgezogen bist. Da hast du gar kein Kabel gesehen. Also wer es authentisch haben möchte, muss sich eigentlich nochmal 2000 Steine, braune Steine holen aus einem freien Koffer von Lego, um sich so eine Schrankwand nachzubauen. Dann ist es wirklich authentisch. Dann ist auch egal, ob der Kabel dabei ist oder nicht. Der fällt dann auch so geldtechnisch nicht mehr ins Gewicht, glaube ich. Auf jeden Fall sehr genial. Ich finde auch schön, dass die Verpackung minimalistisch gehalten ist. Selbst hier hinten sieht man im Grunde nur noch mal ein Close-up von dem eigentlichen Screen, der im Gegensatz zu dem restlichen Paket super farbenfroh gehalten ist. Finde ich auch sehr genial. Dadurch sticht das natürlich sehr hervor, neben dem Grau und den Braun-Schwarz-Tönen hier. Die Rückseite vom Fernseher hat man gezeigt, wo du mir auch schon gesagt hast, wie detailreich das Ganze aussieht. Ja. Stimme ich dir auch zu, für eine Sache, die man eigentlich gar nicht sieht. Jedenfalls eine sehr schöne Verpackung. Man hat sich aber hier für ganz kleine Details nur entschieden. Hier an der Ecke ein kleiner Ausschnitt aus einem Mario-Level, aber auch in der Optik, wie Lego das hat. Also auch nicht aus dem Spiel. Man ist da also, ich finde das Branding super genial. Ich finde einfach super, dass man hier gesagt hat, okay, das ist ein Lego-Produkt mit Nintendo. Da gebe ich euch nochmal einen Vergleich, einen Größenvergleich. Der Kevin ist so ungefähr 1,75, das Paket. Nein, Schwachsinn. Nicht nur größentechnisch, auch qualitätstechnisch ein absolut passender Vergleich. Das ist Lego Dimensions auf der Wii U. Wie viele von euch wissen, mein absolutes Lieblingsspiel. Und das nur mal so zum Vergleich. Das Ding ist echt, echt massig. Auch mal hier von der Seite gezeigt. Unglaublich massig. Also es ist alleine von hier schon, was sind da, 5
5 Wii U-Spiele breit, 2,5 hoch und von der Fülle will ich gar nicht sprechen. Das sind nochmal 10 oder so. Massenhaft. Sehr gut. Jetzt haben wir genug gelabert, finde ich. Über eine Verpackung, die super minimal gehalten ist. Wer weiß, wie viel ich jetzt gelabert hätte, wenn da wirklich was drauf abgebildet wäre. Ich fühle mich wie ein Chirurg. Ich will nichts beschädigen. Die Packung behältst du oder? Die behalte ich. Ja. Also ich kann sie nirgendwo hinstellen, in aller Fairness, weil sie ist einfach wirklich zu massig. Dafür habe ich zu viel Zeug. Aber ich werde die schön zusammenfalten und dann kommt die dahin, wo meine ganzen Boxen sind. Weil ich verwahre eigentlich alle hübschen Videospielkartons, egal ob ich die brauche oder nicht. Und dann werde ich hier genauso tun. Weil hat einfach auch ein Stück weit mit Respekt der Sache zu tun. So, wir packen aus. Tschüssi. Wir haben noch eine Tüte. Eine Mordwaffe. Das habe ich mich auch gefragt, was das ist. Das ist für den Controller. Ja, der kann sein, ne? Genau. Das ist ein Schlauch. Ich habe nicht gewusst. Rezzo-Schlauch. Das ist auch eine Sache, die mir wahrscheinlich nur ein Lego-Fachmann erklären kann. Da sind ein paar Teile dabei, die sind exklusiv für dieses Set, ne? Ja. Zum Beispiel? Die oberen Platten, die waren, glaube ich, die braunen Platten, waren exklusiv. Und ich denke mal, viele Kleinteile, auch die bedruckten, die sind ja alle... Ja. Oder 98% oder so. Und, ich glaube nicht, es gibt noch andere Sets, wo Nintendo drauf gedruckt ist. Nee, oder A-Button oder B-Button. Also das Geniale ist, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, weil das eine Sache ist, die Lego-Gemeinschaft immer sehr, sehr feiert. Dieses ganze Set hat nur 2 Aufkleber und auch 2, ich nenne es jetzt mal logische Aufkleber, weil es auch in der echten Welt ein Aufkleber wäre. Nämlich das Mario Brothers Logo auf der Kassette und die Hinweise hinten auf dem Fernseher drauf. Alles andere sind Prints, sogenannte Prints, also aufgedruckt auf das Teil selber. Und das wird immer riesig gefeiert, nachhaltig und wertig und so. Bevor ich jetzt noch mehr laufe, ich packe erstmal auf, weil da knistert doch sehr. Da rede ich mal nicht weiter. The fuck? Er hört gar nicht mehr auf. Erstmal eine Kiste. Ja. Ja! Ja! Das, oder? Ja! Ich nee, doch nicht. So! Leckkuchen! Ja, wir gucken uns erstmal die Tüten an, bevor wir das auch noch. Also es war auch noch so ein Teil hier dabei. Weil, keine Ahnung. Achso, produziert in China, Bangladesch und Ukraine. Also ich habe die schon aufgeteilt. Hier hast du die mit dem weißen Stift und hier sind quasi die Tüten. Ne? Ach so. Ach, dadurch erkennt man die Unterschiede. Genau, genau. Ich habe wieder was gelernt. Ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall viele, viele Tüten. Ich weiß nicht, ob es in Relation zu anderen Sets viele sind. Laut Lego, ich habe nämlich heute tatsächlich auf die Lego-Seite nochmal geguckt, soll das sehr neulingfreundlich sein. Holy shit, was ist das? Ketten. Oh, das ist die Mechanik. Genau. Das ist eine ganze Tüte, dieselben Teile für diese Mechanik, um den Bildschirm drehen zu können. Oder hier, die ganzen kleinen Teile. Das finde ich ja irgendwie cool. Denn das ist ja so. Ach, guck mal, da sind die erst der Pilz. Da muss ich auch tatsächlich sagen, ich finde dieses Blau, dieses Himmelblau, was sie hier benutzt haben, überall um den Himmel im Spiel darzustellen, da ist auch ganz viel davon drin. Das finde ich eine tolle Farbe. Die ist so schön klar und deutlich und so weiter, ist richtig cool. Es sind auf jeden Fall fucking viele Teile. Was haben wir gesagt? 7 bis 8 Stunden hast du gesagt. Ja, warum, ne? 7 bis 8 Stunden, wenn man, ich sag mal, untrainiert ist. Und 6 bis 7 Stunden, wenn man schon Erfahrung mit Lego hat oder auch. Also brauche ich wahrscheinlich 9, weil ich das genießen werde. Und ich werde das jetzt so genießen, dass ich nicht nur ein großes Lego-Set bauen kann, sondern dass auch noch ein Nintendo-Produkt ist. Das ist jetzt so genial. Das ist auch nochmal ein großes Paket.
Ist auf jeden Fall auch schwer, das macht viel Gewicht aus. Was sagst du zum Design des Paketes? Also auch minimalistisch gehalten, also finde ich schön, auch im Kontrast zu der eigentlichen Verpackung, die ja schwarz ist. Du, hör mal, fordere mich nicht heraus, ich rede auch hier drüber 5 Minuten, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ich habe kein Problem über eine weiße Schachtel, quadratisch, kann dir auch die Form davon gerne sagen, wir wissen die Höhe, weil es dieselbe Höhe. Fordere mich nicht heraus. Oh, da sind nochmal Tüten drin auch. Warum sind die jetzt einzeln? Oh, hier ist die 1. Da ist auch der Teiletrenner drin. Den kenne ich auch noch, aber in Grau. Hier ist er orange. Ich hatte den in Grün. Ich glaube, zu meiner Zeit gab es den nur in Grau. Ich hatte, glaube ich, 3 Teiletrenner. Alle in Grau. Alle in diesem hellen Grau. Nicht in diesem bläulichen Grau. Ich sag mal so, muss ja jetzt auch nicht farblich sein. Oh! Ja. Alter, voll der Klopper. Da sind auch nur so viele Tüten drin, Alter. Ja, wie gesagt. Warum sind da Tüten und die Tüten? Ja, 8 Stunden, ne? Die Farbe zum Beispiel, die denke ich, ist auch so nicht erhältlich. Weil ist das? So, das ist jetzt hier kein normales Grün wie hier, sondern... ich würde das gar nicht... Genau, ich hätte jetzt auch gedacht, das ist ein Türkis, ne? Ja. Nix, das ist doch auch wieder für innen. Das ist doch auch wieder für innen, ist das doch. Das ist alles grau. Das ist alles außen. Hier sind auch die großen Paneele drin. Oh, hier, das sind die, glaube ich. Das sind die, die ich gelesen habe in einem Artikel. Diese 2x, weiß ich nicht, 16 Platten, die es vorher nicht gab. Oder gab es, aber nicht in der Farbe. Irgendwie sowas. Ja. Es gab so 2-3 Teile, wo ich immer wieder in Artikeln gesehen habe, und darüber Freunde, und das ist wunderschön. Das gab es vorher nicht, zum Beispiel. Ja. Jetzt bist du Besitzer davon. Falls übrigens jemand von euch, der jetzt zuguckt und immer noch die Geduld hat, uns zuzugucken, Ahnung hat von Lego und uns ein bisschen erleuchten kann, dann lasst uns das doch bitte wissen. Was sollten wir hieran besonders schätzen an diesem Set? Worauf wissen wir als Laien vielleicht gar nicht zu gucken? Das würde mich auch interessieren, gerade während dem Bauprozess. Hier ist so eine Art Treppe. Auch lustig, auch sehr lange Teile wieder. Die sind auch nicht bei mir. Ach nee, den habe ich schon gemacht, ne? So, das war das. Fucking viele Tüten. Ich habe nichts mitgezählt. Aber es sind viele. Hier ist ganz viel Blau drin. Und Rot und Gelb. Ich habe hier Schwarz. Da dreht sich dem Held der Steine wieder im Magen um. Das weiß ich doch. Das ist die Anleitung, oder sind die Anleitungen, das sind nämlich 2 Stück. Ich gehe mal davon aus, Konsole und Fernseher, so würde das Sinn machen. Wäre zum Beispiel auch was für viele Paare, machen das ja auch. Das ist ja so deren, dann ist halt so ein Wochenendding für die. Oder Familien, genau, mit genau. Kindern. Die bauen zusammen. Das zusammen. Genau. Jeder macht. Ja, auch für Kinder weiß ich das aber wirklich nicht, ob das ist eher. Weil mein Kind hat ja auch keinen richtigen Bezug dazu, ne? Kommt natürlich auch aufs Alter an. Ja. So. Das sind die 2 Aufkleber, meine Lieben. Das ist das Label für Super Mario Bros. Natürlich absolut authentisch, tatsächlich. Ist das Nintendo-Siegel sogar drauf und Action Series steht drauf. Und auf dem anderen, das finde ich eigentlich ganz lustig, die haben den Fernseher gebrandet, steht auch unten dran, als Low-Tech. Im Gegensatz zu Hightech. Wie ganz lustig eigentlich. Serial-Nummer steht drauf, Chassis steht drauf. Ganz viele Zahlen und Buchstaben. Das wird mit Sicherheit nicht einfach so sein. Das ist mit Sicherheit wieder irgendwas versteckt. Gehe ich mal auch von aus. Also da steckt ja viel Liebe zum Detail drin. Da ist die Unterteilung. Konsole, Fernseher mit Untersteller. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ironischerweise... Man sieht nicht, womit man anfangen soll. Also es ist einfach, aber ich tippe mal mit der Konsole, weil es sieht nach dem einfacheren Bauprojekt aus. Das stimmt. Also da für ist mich ja keine sehr schwierige Mechanik drin, wie bei dem anderen, wo du halt wirklich was Drehbares hast. Ja, da ist ja erstmal was Drehbares und da sind die vielen kleinen Steinchen, die du einsetzen musst. Also vielleicht wollen die dich erstmal so ein bisschen, mal ganz auch davon, jemand, der sich das Set kauft, wird wahrscheinlich eher darauf geiern, den NES erstmal fertig zu machen, bevor er den Fernseher baut. Was soll man dazu noch sagen?
Nix eigentlich. Ne. Ich habe jetzt meinen ganzen, der ist übrigens, der Tisch ist 1,40 x 80 und der liegt jetzt voller Tüten. Ich habe mir aber schon eine Spanplatte zusammengeklebt, um da meine einzelnen Arbeitsschritte drauf zu machen und dann wegräumen zu können, weil das wird kein einen Tag bei mir. Das werden auch nicht zwei oder ich glaube, das werden eher so 3, 4 hintereinander werden, wo ich mich immer wieder dran setzen muss. Ja. Ich kann euch sagen, ich freue mich. Dafür hast du ja die verschiedenen Arbeitsschritte. Das stimmt. Vor allem unterteilt auch. Ja, was sagst du? Was sagt man dazu? Ich glaube, da wird sich jemand sehr dran freuen. Ich. Und ich sag mal so, viel Spaß bei den kleinen Steinchen. Oh, ich kann nicht mehr dazu sagen, als es ist wirklich fett. Ausmaße, die ich nicht kenne als Videospieler. Ich bin gewohnt, für mein Geld eine Plastikverpackung inklusive Datenträger zu bekommen. Und jede Experience, die ich so bekomme, ist elektronisch. Das wird jetzt eine sehr physische Experience, für die ich nicht, aber andere Leute Geld bezahlt haben. Und ich bin super, super glücklich darüber. Sag auch nochmal Danke an alle aus meiner Familie, die sich daran beteiligt haben und sich überwinden konnten, mir das noch vor meinem Geburtstag zu geben. Weil ich habe nämlich Urlaub. Und das ist wunderbar, dass ich jetzt in meinem Urlaub da ganz in Ruhe dran sitzen kann und Steinchen auf Steinchen setzen kann. Das ist einfach herrlich. Die einen bauen ein Motorrad zusammen, der andere macht sich einen Rechner fertig und ich baue Lego. So sind wir alle unterschiedlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden einzelnen Stein. Danke dir, dass du diese Erfahrung hier jetzt mit mir geteilt hast, dieses tolle Set zu unboxen. Das ist wirklich mal ein Unboxing, das ist seines Namens auch wirklich wert, weil wir haben halt wirklich was ausgepackt. Ja. Apropos Unboxings, schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich uploade zwar nicht so häufig, aber immer wieder gerne für euch. Und ich glaube, meine Videos sind einen Blick wert. Ja, auf jeden Fall. Und danach hat man ja dann vielleicht auch noch einen zweiten Blick oder eben nicht. Ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, was ich von mir halten würde, wenn ich mich so sehen würde. Völlig egal, danke. Gerne. Ich freue mich und damit danke ich euch fürs Einschalten. Wünsche euch viel Spaß beim entweder Zocken oder beim Basteln oder was auch immer ihr jetzt macht, um euch diese heiße Zeit zu vertreiben. Oder vielleicht schaut ihr es ja auch im Winter, dann esst ein paar Kekse. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit allem, was ihr so treibt. Bis zum nächsten Video. Euer Kevin. Und euer weißer Teil. Vielen Dank, ciao.